Ich glaube, Katzen werden oft Einzelgänger, wenn die halt so von klein auf allein gehalten wurden. 20 minutes later. Kennt ihr das, wenn ihr in so einen Talk Hallo? Reinkommt und ihr könnt nicht sofort Hallo sagen, weil die Leute reden und dann gibt es aber keinen Zeitpunkt mehr, wo man dann Hallo sagen kann, weil es dann zu spät ist? Jetzt ist gut, dass Hallo. Deswegen einfach mal direkt Hallo schreien. Hallo. Lukas, ich bin so froh, deine Stimme zu hören. Matteo, du auch. Aber Lukas. Ja, das wird aber nicht lang so bleiben. Ich habe euch in unterschiedliche Teams gepackt. Heute. Was? Ah, oh, jemand hat geleakt. Kann man den rauskicken? Nee, kann man nicht, aber Dankau 6 wird jetzt zu einer Legende, indem er einfach selber rausgeht wieder. Bye-bye. Oh. Danke, ja. Dankau, Legende. Hallo, Matteo, hallo, Trill. Das Moin. Ist ein Aldi. Nee, ich wollte gerade sagen, das ist ein Aldi, aber... Wir sind in Russland. Okay. Stimmt, Ru, wir sind auf jeden Fall... Ja, und wegen den drei Zebrastreifen, weißt du, das weiß aber Mango auch, das habe ich von ihm gelernt. Das Problem immer mit Russisch ist immer, da ist ja wirklich nichts mehr, was du irgendwie entziffern kannst, wenn du nicht gerade kyrillische Schriftzeichen entziffern. Aber ich finde, hier sind erstaunlich viele englische Begriffe auch, also es ist schon wahrscheinlich eh wieder irgendwas Richtung Moskau oder so. Ich sehe wieder gar nichts. Genau, ich würde auch sagen, dass wir eher in Westrussland sind als in Ostrussland. Oh, da gibt's einen Puff. Oh, oh. Oh, oh. Ich weiß nicht, Monkatos. Zoom rein. Ja, habe ich gemacht, aus Versehen. Aus Versehen, klar, ja. Hier ist eine Domain.su. Was ist das denn? ATB.su. Siberien? Sowjetunion? Lass uns auch einfach probieren. Wir müssen uns einfach über so drei große russische Städte verteilen und hoffen, dass es irgendwo in der Nähe ist. Dann gehe ich wieder ganz rechts nach Vladivostok, falls es doch im Osten ist. Okay, dann mache ich mal Moskau einfach, okay? Ich mach einfach mal Moskau. Und wo geh ich hin, oder? St. Petersburg am besten, ne? Die denken jetzt, wir wissen es genau wahrscheinlich. Ja, aber ich glaube, es ist nicht Moskau und es ist nicht St. Petersburg, oder? Weil das wäre so offensichtlich. Oh! Guck mal! Aber gut gegambelt. Wir sind in Frankreich, oder? Frankreich, ja. Paris. Woher merkt ihr das? Paris, Straße, Rue, irgendwas stand da. Centre Medical Saint-Luc. Er ist auf jeden Fall französisch, ja. Sapori d'Italia, das ist wahrscheinlich an der Grenze zu Italien. Oder Lyon, ist es vielleicht Lyon? Je ne sais pas. Wir sind in Belgien. Okay. Hier ist eine belgische Flagge, du Scherzkeks. Es ist Belgien, okay. Okay, einfach. Okay. E42. Das ist perfekt. Auf da. Könnte aber unten sein. Nein, du bist näher. Ja. Aber wir sind gleich, wir sind gleich. Warum kriegen die dann einen Punkt? Ey, der Safe, Drill, der Safe. Das war ja so close, das ey. Das war super knapp. Multimarket, den gibt's nur in Ecuador. Was? Woher weißt du das? Ah, das hab ich mir ausgedacht. Oh, das klang so cool. Also, die haben so ein C mit so einem Häkchen nach unten. Ich weiß nicht, was das heißt. Ja. Ist es nicht dann portugiesisch? Hier ist Punkt Brasilien. Wir sind in Brasilien wieder. Okay, das ist. Rio de Janeiro. Oh, ja? Rio de Janeiro. Kein Scheiß. Let's go. Knall rein. Wo ist das? Weiß ich nicht. Ich find's nicht. Da. Ich auch nicht. Brasilien. Wo ist Brasilien? Ostafrika ist das. Ich hab reingesetzt. Ja, Ostafrika, alles klar. Ostafrika bin ich drin. Ey, warte, das war Südamerika, nicht Südafrika, hä? Hast du nach Afrika gesagt? Nee. Ja, war nur ein Joke, weil du hast Südafrika gesagt. Nee, das ist Schweiz. Woher? Es ist schön, Matweg. Es ist schön, Matweg. Das ist safe Schweiz. Dann ist es safe Schweiz. Ja, aber wo Schweiz? Dann suche ich jetzt schön, Matweg. Schön wieder Deutsch, also. Aha, Tulpenweg, Bernina Weg, Tulpenweg 18, Zufahrt über Tittwiesenstraße. Was zur Hölle ist denn eine Tittwiesenstraße? Okay, es sind weiße Nummernschilder, also es ist Schweiz. Ja. Liechtenstein hat schwarze Nummernschilder. Ich habe ein Straßenschild. Ja. Warte. Ja. Transitzentrum. Scheiße, das ist keine Stadt. Oh, ich hab was Dickes. Transit, scheiße. Ich hab's noch nicht gefunden wie du. Transit. Ey, das ist doch nicht wahr. Landquart. 3 ist da drauf. Vielleicht, wenn wir eine 3 suchen? Hier ist Kur. Ich hab's Kur. Der Ort heißt Kur. Ja, ich weiß, wo das ist sogar. Da habe ich nämlich mein Auto gekauft. Natürlich. Ich hab's Kur. Ist es das? Ja, genau. Drück mal, ich find's nicht. Ich bin in Liechtenstein! Nein, ist gut. Achso, okay, nevermind. Alles gut. Liechtenstein ist Center. Kur. Ey, wie krass ihr seid. Ja, da habe ich mein Auto gekauft. Aha, alles klar. Hallo. 641 Meter, Alter. Aber sie waren auch nah dran, ne? Oh, guck mal, eine Katze. Das erinnert mich ganz doll an Thailand. Das war es, keine Katze, ja, oder? Das könnte Miau. Ja. Ich hab eine Flagge. Doch, Thailand. Oder ist das die Thailand-Flagge? Scheiße. Oh mein, sag mir, wie sieht sie aus? Oben rot, unten rot, Mitte blau und dann so ein richtig dicker weißer Klecks in der Mitte. Ja, aber das hilft mir nichts, weil ich weiß, kenne die Flagge ja gar nicht. Ach, Mann. Die Ecke. Dann machen wir Thailand. Ich gehe mal nach unten zwischen zu Malaysia hier. Dann gehe ich ganz nach oben noch, wenn's hier. Oh! Ja! Das war ja gar nicht in Thailand. Geil. Deutschland.
Wir fahren Autobahn. Links. Nee. Deutschland. West 16. Ich glaube, das ist Amerika. Amerika. Dann links. Dann ist das Australien wieder. Manukau. Nein, ich, das ist bestimmt Neuseeland oder so. Sieht doch nicht Australien aus. Das ist aber viel zu so. Ich habe eine Stadt gesehen, Manukau. Ich gucke mal bei Neuseeland oder so. Ach, fahren die nicht links alle? Fahren die. Achso. Ja, Neuseeland fährt man auch links. Ja. Oh, ich warte, ja, Neuseeland ist richtig und eine rote 16 müsst ihr suchen. Ich habe ganz viel rot, aber keine 16. Die 16 ist die Straße auf der West. Warte mal. Auf der Westseite? Hier steht West 16. Ich habe eine 16. Ja, dann sind wir da. Baller. Soll ich einfach rein? Ja. Ja, Baller! Die, aber die Stadt, die ich gesehen habe, war Manukau. Guck mal, ob ihr Manukau findet. Da oben. Manukau. Ja, Manakana habe ich. Ist vielleicht das. Die Manakana ist auch gut. Matakana. Ich setze einfach. Lecker Schmecker, komm. Wichtig. Wir haben die Ja, wir sehen den Lied. Wichtig. Wir sind ja tot. Ihr seid ja krass. Boah, die war stark, die Runde. Let's go. Ja, aber auch einfach, ne? Wir sind auf jeden Fall Australien. Aber Australien ist Australische Flagge ist doch mit so Sternen, oder? Ja. Blauen Stern und in der Ecke ist so Kolonie England. Wir sind in Bunbury Gardens. Bunbury Gardens ist hier. Ja, Bunbury City Band habe ich auch. Ich fliege gerade an der Küste entlang komplett. Ich, ich hab's ja! Unter Perth. Wir werden irgendwo andere Küste sein. Die sind nicht auf dieser Seite der Küste. Safe. Boah, lecker! GG! Ist vorbei. Ist direkt vorbei. Nee, fast. Guck mal! Okay. Wow, das war wieder. Sehr leer. Das ist Amerika, oder? Amerika. Ich glaube, ich habe eine kanadische Flagge gesehen. Kanada. Einfach rein in den Max. Na wo? Kanada ist riesig. Das ist Ottawa, ja. Da war ich schon. Da warst du schon, als dein Auto gekauft. Die geht nach links. Das war einfach gerade. Aber die haben bestimmt nicht mal Kanada. Auch die haben Kanada. Ah. Ja! Wo sind die? Was? Wo sind die denn gelandet? Die waren ja nicht mehr auf dem richtigen Kontinent. Oh, hier sind amerikanische und noch andere Flaggen. Aber ja, eine amerikanische und eine. USA, wir sind in den USA, genau, wir sind in den USA, safe, ja. Ey, ohne Scheiß, ich glaube, es ist Seattle. Ja, 100 Pro, da war ich. Also jetzt wirklich, ich verarsche mich. Wo warst du denn überall? Grill, was ist da? Ich dachte, hier bin ich angesprochen worden von so einem Rapper, der mir seine CD verkaufen wollte. Der hatte einen Kreditkarten-Swiper unten als Adapter in seinem Handy. Bist du dann dein Auto gekommen? Ey, Trill! Wie kannst du uns so? Ey, ohne Scheiße, das sah genauso aus. Wir sind fast tot! Das sah genauso aus. Ey, das gibt's nicht. Ich such den Block raus, das sah genauso aus. Ey, wir haben das gecopy-pasted dann. Das sieht aus wie. Das sieht aus wie. Sri Lanka? Das sieht aus wie Thailand! Von den Schriften. Die Schrift, oder? Wir haben Baklava. Okay, dann Türkei. Nee, es ist Thailand, definitiv. Okay. Echt? Also guckt mal, überall sind thailändische Schriftzeichen auch. Also ich glaube. Schriftzeichen? Kannst du dir auseinanderhalten zwischen Thailand, Vietnam, Indonesien, Malaysia? Also ich meine, guck mal, ihr seht ja immer diese kurzen kleinen Strichen. Ne? Chiang Mai. Chiang Mai klingt gar nicht thailändisch, oder? Bin ich auch nicht. Ich hab's. Chiang Mai, ja, das ist in Thailand. Also glaube ich, dass es das ist. Ich werde es jetzt einfach eingeben. Oh mein Gott, wie hast du das gefunden, bitte? Sind wir drauf? Okay. Let's go, ja. Ja. Oh, schade. Aluna, du hast es noch gerettet, nachdem Trill ist fast in Sand gesetzt. Ey, ohne Scheiß, ich suche euch den Block raus. Die Brücke sah wirklich 1:1 so auch. Warst du schon da, Trillux und Chiang Mai? Was ist jetzt? Hat er sein Auto gekriegt? Boah, das war stark heute hier. Aber manchmal war es knapp. Es war eigentlich die ganze Zeit knapp. Wir waren echt ganz oft nah beieinander, das war krass. Aber ohne Scheiß, jeden Ort, Trill war einfach in jedem Ort, den wir gesehen haben. Beim nächsten Mal kriegst du Handicap. Also, das ist auch unfair. Trill war halt schon überall Autos kaufen auf der Welt. Das ist ein bisschen anmerklich. Wir müssen einfach alle mal so Weltreise machen, ein paar Autos kaufen. Warum denn Autos kaufen? Das habe ich nie erzählt. Das hast du erzählt. Ich habe gesagt, das ist oder das ist Schweiz. Und hast du gesagt, ich hätte ein Auto gekauft. Du hast gesagt, da habe ich mein Auto gekauft, als wir in der Schweiz waren. Achso, das stimmt. Das war ein Chor. Ja, ach ja, plötzlich stimmt. Okay, mach's gut. War schön mit euch. War schön. Tschüss. Bye.